Hi, ich bin der Enzo. Ja, wir sind hier kurz, wir machen heute eine Pizza. Für euch? Ja, okay. Also, wir brauchen Mehl. Ist es so genug, ja? Und brauchen wir Teig, so klar. Jetzt sind wir Spezialteig für euch. So. Ein schönes Teig. Dann brauchen wir das immer. Gut. Ich nehme eine zur Sicherheit nochmal. Wer weiß, vielleicht klappt er nicht. Okay. Und wir brauchen den Mehl praktisch zu anmachen, sonst geht es nicht. Das ist ein ganz spezieller Teig. Der braucht viel Mehl. Ohne. Moment mal. Ohne Tester. Klar. Ohne Tester. Was ist das hier? Eine. Rolle. Ja. So. Ja, unsere Pizza schmeckt besser. Warum mit Pizza? Gehen wir die Pizza ein bisschen bearbeiten. Boah. Ja. Ein bisschen Fleck drauf schon. Und so. Und es ist fertig. Und muss schneller sein. Es muss schneller sein. Die Leute fragen, ja, warum ist die heute Pizza so schnell? Ich habe gesagt, da muss man schneller machen. Ja. Aber das hat mit dem Mehl zu tun. Mit dem Pizzateig gemacht wird. Ja. Sonst klappt nicht. Siehst du? So, die Mehl gehen wieder zusammen, brauchen wir nicht zu viel. Okay. So. Und jetzt, wir machen jetzt eine Pizza Salami Peperoni. Yeah. Mitgehören. Okay, alles klar? Ja, alles klar? Sind Sie mit dabei? Okay. So. Also wir machen eine Pizza. Peperoni Salami. So, einmal. Wir machen immer größer, weil das Teig ist so schön. Wir machen hier von unserer Gegend diese Weizen. Eine Spezialfirma. Soll ich sagen, die Firma? Nein, sagen wir nicht. Das ist ein Geheimnis. So, nehmen wir dann, das haben wir schon, geschälte Tomate. Ja, frisch halt. Das ist eine Firma, macht von uns. Aber das ein Produkt machen wir selber. So. Ja. So, Dele. Schau mal, wir machen mit Bild. Und durch das schmeckt die Pizza immer besser. Man muss mal schnell arbeiten, wie habe ich gesagt. Ja? So. Alles klar. Ich sage, Enzo, ja. Warum dauert das so? Warum machen wir die Pizza so schnell? Ich habe gesagt, die muss schneller. Ich habe kein Blech, ich habe kein Fett, ich habe gar nichts. Ganz Stein auf Pizza. Dann. So, dann haben wir Mozzarella. Das ist aber eine trockene Mozzarella. Weißt du, also anders. Dass nicht so viel Wasser ist. Mozzarella kennen wir schon, gell? Gibt es diese Mozzarella? Ja. Nein? Wir bekommen Teile, also es ist auch eine tolle italienische Firma. Ich sage nichts, die Firma, wieder Geheimnis, okay. So. Und dann gehen wir eine schöne Pizza machen. Gehen wir weniger Käse, mehr Käse. Also ich nehme nicht so viel Fett, also 30% Fett, ja? Okay. Dann nehmen wir auch tolle Salami. Das wird auch von uns, von jemand, selber hergestellt, ich will was sagen ich nicht. Okay. Zervellat, also ist eine Mischung zwischen Schwein und Rind. Ja. So. Wir können mehr oder weniger tun, ja. Gehen wir auch Formen machen. So. Das ist ein Freund von mir, machen wir ein bisschen mehr, gell? Aber es sind bei mir alle Freunde. Okay? So, wir arbeiten mit zwei Händen, klar. So, zwei Hände arbeiten wir. Peperoni genug. Peperoni genug, was meinst du? Peperoni genug, okay. Ein bisschen noch Käse, dass es nicht brennt. Und jetzt haben wir eine Spezialpizza hier. Oh, lass mich überraschen. Also machen wir mit Schinken. Ja. Mit Schinken. Diese Schinken ist ja ganz besonders. Ich mache jetzt seit 25 Jahren habe ich Schinken, eine spezielle Firma.
Salami? Nicht zu viel, gell? Salami nicht zu viel. Was sonst? Jetzt machen wir eine Cacciatore. Mhm. So, ist auf die Karte. Hier haben wir Pilze. Wollen wir Pilze? Wollen wir Pilze? Ja. Artischocke vielleicht? Paprika vielleicht? Ja, mal Paprika, schön rot. Wolltest du Paprika? Ja, aber nicht zu viel, sonst wirkst du rot, der Junge. Ja, gut. Ich habe hier eine Spezialität. Da kannst du was Besonderes. Hier beißt du schon. Zwiebel. Wollen da Zwiebel? Ein Stück. Okay, nein. Keine Zwiebel. Diese, mein Freund ist mit. Okay. Meinst du, dass die Pizza fertig ist hier so? So, mal, jetzt. Ja, der Ofen ist ein bisschen runter, aber ist egal. Wir backen. Wir tun die Pizza jetzt fertig machen. So, so, der lecker. So, machen wir schnell fertig hier. Und da, die Zutaten haben wir schon. So, jetzt machen wir so eine Speziale. So, das muss man hier. Das ist ein Spezialmaterial, das ist kein Aluminium. Ist flexibel, sonst können wir die Pizza nicht nehmen. Aber wissen wir nicht, ob es so klappt jetzt. Wir haben zu lange gewartet. Das Bild. Okay, muss man so machen, sonst haben wir kein Problem. So, und dann gehen wir runterlassen wieder. So, ja, okay. Jetzt haben wir die Pizza ausprobiert. Der Licht ist aus heute. Wir haben kein Licht mehr raus. So, und das Ganze muss man schneller machen. Ja, Peperoni, Salami, ein Freund von mir. Danach können wir ein bisschen scharf rein tun. Scharf, okay, alles klar. So hier. Ja, und ein paar Minuten soll fertig sein. Wow, ich muss die Pizza drehen. So, die Pizza ist fast fertig. Dann muss man nicht immer drehen, aber okay, machen wir so ein bisschen fertig. So, der ist fast fertig, der muss noch ein bisschen groß machen. Ist wichtig, ganz wichtig. Die Italiener, wir wollen so ein bisschen groß. Aber mittlerweile machen sie die Deutsche auch. Und die Franzosen, die wollen ein bisschen durchhaben. Ne? So, machen wir kurz zu. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wir nehmen zwei schöne Teller. Da zwei schöne Teller. Eins, zwei, drei, fertig. So, jetzt da. Ja, schön, schaut besser aus, gell? Aha, das ist von meinem Freund. Und das ist von meinem guten Freund. Peperoni Salami, ja? So, jetzt, wir haben vor kurzer Zeit, das Pizza darf man schon so nehmen, ja? Das sehen Sie schon. Ich darf das. So, ist schon. Genau. Ich sage am Bild, gut. Ich habe gedacht, weil das ist Steinhof, ja? So, das wie ausschaut, schön. Das ist jetzt elegant, ja? Gehen wir auch nur groß machen. So, dann nehmen wir die Pizza, dann haben wir eine bessere Chance, weil das, wenn das mit dem Messer schneidet, so am Tisch, das geht nicht. Also, der rutscht ab und sowas. Und jetzt tun wir so, schau mal, ganz elegant schneiden. Schauen Sie mal, wie ausschaut. Ja, sowas brauchen wir auch am Tisch, gell? Jetzt habe ich nur hier mit Küche. Der ist nicht scharf, weil die Pizza so schön ist. Also, das so. Ja, gut, siehst du. Dann kannst du praktisch hochheben. Das hat nur mit Drucken zu tun. So, ja, genau, noch kleine schneiden, wenn Sie wollen. Oder die kleinen Kinder. Nur ganz kleine Teile. Direkt genug jetzt. Bist du auch so kleine Teile? So, genau. Ja, und die Pizza ist fertig. Voilà. Für euch, für meine Freunde, Pizza. Ciao. Für unsere kleinen Gäste haben wir auch eine Überraschung. Aber muss ganz klein sein, sonst machen wir nicht. Und jetzt machen wir eine spezielle Pizza. Groß genug für die kleinen Gäste, ist doch klar, ne? Okay, jetzt zahlt euch. Also normal kommt bei mir auch in die Küche jemand. Also wenn diese Kinder, ich will wissen, wie es geht. Gibt es andere Kinder? Ja, ich will wissen, wie es geht. Das sind größere Kinder, ja?
Ja, und dann mache ich das für dich in der Obla. Das ist doch so. Dann habe ich das Pizza gratis. Bin ich der Beste von dieser Arbeit? Manchmal verschwindet. Ja, das ist die Kinder mögen das. So, und die Pizza ist fertig. Klein genug. So, kommt mal her. Schauen Sie mal hier, wie schön der Teig ist. Kaum, kaum, kaum. Das reicht dir das? Reicht dir? Schau mal, wie schön es ist. Ich mache einfach für große Kinder auch machen. Weißt, gibt's Leute, die wollen diese Pizza so ganz fein, ganz luxus, weil der Teig perfekt ist. Wer will wissen, kommen Sie vorbei. Ja? Na, wenn? Ja, so. Jetzt ist nicht anders wie die große Pizza. Nicht anders. Tomate, die wollen die Kinder nicht viel. Käse wollen sie nicht viel. Am liebsten, was sie mögen, ist ein bisschen Schinken. Musst du aber echt schön drauf tun, ja? Ein bisschen Schinken, fast nichts sehen. So, dann wollen sie ein bisschen Salami, aber auch nichts. Weißt du, die wollen nur ein bisschen. So. Und nicht alle, aber ein paar Pilze, nur für ein paar Kinder, weißt du? So, fertig. Das ist die Pizza von den Kindern. Die wollen ganz locker, ganz leicht. Die wollen sie in die Hand nehmen, in die Hand nehmen, in die Hand nehmen. Ja, jetzt ist es so. Nimm mal ein bisschen. Bisschen Musik. Oh, oh. Für die Kinder. Ja. Also viel Minute für die Große. Ist nicht anders. Gleiche Pizza. Ciao. Oh, oh, ich habe die Kinder vergessen. Ich hole die Pizza raus. Yeah. So. Ist das groß? Das war ein italienisches Kind. Das muss schon schön groß. Die Kinder wissen schon genau, wo lang es geht, ja? So. Ja, und die Kinder wollen sie extra schon schön wieder. Siehst du, das ist total anders, gell, wie die Große. Hä? Was meinst du? Ist gut. So, Fischchen. Jetzt wollen sie ganz kleine Stücke. So, und Pasta. Kinder, ich zeige euch. Das schmeckt. Aber ich habe für ein Kind. Sonst hätten wir probiert, gell? Ciao, ragazzi. Ciao, bambini. Ciao, ciao.